Hawk Sidewinder 30, 4 bis 16 x 50 FFP Zielfernrohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 90-15 Sniper. Diana XR 200, weiter auch HW 100 Bullpupper. Der Gandhi Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Kurzvideo. Ich vermute, so kurz wird es gar nicht, denn heute möchte ich euch einmal das Hawk Sidewinder 4 bis 16 x 50 FFP Zielfernrohr vorstellen. Das ist ein Glas, das eins meiner absoluten Favoriten ist. Also ich werde mir das Glas selbst bei mir auf mein Gewehr draufbauen, weil ich absolut von der Leistung des überzeugt bin. Ich gebe euch heute mal die ganzen Features mit und werde euch was über den Lieferumfang sagen. Fangen wir doch direkt mal mit dem Lieferumfang an, wo ich schon gerade hier so schön am Auspacken bin. Mit im Lieferumfang enthalten ist das 4 Zoll Parallaxenrad. Das zeige ich euch später, wo das angebracht wird. Dann habt ihr ein Putztuch. Ihr habt eine 10 cm, also 4 Zoll Sonnenblende. Hier drin versteckt ist noch ein bisschen Werkzeug, sowie der Zoomhebel, den ihr hier am Zoomrad anbringen könnt. Und natürlich, da drin ist dann auch noch die Bedienungsanleitung. Okay, jetzt packe ich das Ganze mal beiseite und wir kommen zum eigentlichen Star, dem Hawk Sidewinder Zielfernrohr. Ihr seht, das Glas ist geschützt mit zwei Plastikcaps, die mit einem Gummiband verbunden sind. Wenn ihr Flipcaps haben wollt, müsst ihr die separat dazu kaufen. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn die dabei gewesen wären, aber gut, dann wäre es halt teurer geworden. So kauft man die halt eben separat. Hier seht ihr das Zielfernrohr im klassischen Design, schaut richtig, richtig gut aus meiner Sicht. Es hat eine Länge von 33,9 cm, ein Gewicht von 725 Gramm. Das Glas verwendet das Hawk H5 Linsensystem. Das sind 18-lagig voll Mehrschicht vergütete Linsen. Die Gläser sind ein Spezialglas, das extrem streuarm ist. Ich erkläre euch gerade noch ganz kurz die Bezeichnung. Hawk ist der englische Hersteller des Zielfernrohrs. Sidewinder ist die Serie. Es gibt die Vantage, die Air Max, die Sidewinder, die Frontier und die Endurance Serie. Die Sidewinder Serie ist eine universell einsetzbare Serie, die sowohl fürs Luftgewehrschießen, aber natürlich auch für Feuerwaffen bzw. für die Jagd wunderbar geeignet ist. Ja, 4 bis 16 mal 50. 4 bis 16 ist der Zoom-Bereich, den ihr hier über das Zoomrad einstellen könnt. Das geht ja richtig smooth, da kratzt nichts, da hakelt nichts. Richtig schön. Wenn ihr es euch ein bisschen leichter machen wollt, könnt ihr diese kleine Madenschraube herausdrehen. Könnt eben den vorhin gezeigten Zoom-Hebel mit anbringen. Dann lässt sich es ein bisschen komfortabler verstellen. 4 bis 16 haben wir gesagt, 50 ist der Objektivdurchmesser, 50 mm, die Größe des Objektivs, die Qualität der Linsen, aber auch der Durchmesser des Mittelrohrs sind dafür verantwortlich, wie viel Licht hinten bei euch am Okular ankommt. Hier haben wir ein 30 mm Mittelrohr mit einer Länge von 14,2 cm. Wofür sind diese 14,2 cm wichtig? Wenn ihr eine einteilige Montage verwenden wollt, die meisten haben eine Baulänge von 12 cm, dann ist es wichtig, dass ihr eben über diese 12 cm kommt. Besser ist es, wenn es noch ein bisschen länger ist, dass ihr auch zur Not ein bisschen diese einteilige Montage schieben könnt, dass ihr den richtigen Augenabstand habt. Der Augenabstand liegt bei 10,2 cm. Ja, dann hätte ich gesagt, kommen wir erstmal, fangen wir einfach mal hier an und gehen zum Parallaxenturm. Die Parallaxe könnt ihr hier seitlich verstellen. Natürlich vom Hebel her, von der Mechanik her wird es nochmal einfacher. Wenn ihr das Parallaxenrad anbringt, dann könnt ihr halt eben das Ganze nochmal feiner einstellen. Wie gesagt, ist im Lieferumfang dabei. Das Glas ist scharf in höchster Auflösung ab einer Entfernung von 9 Meter. Das heißt, das ist die Mindesteinstellgrenze. Dann seht ihr hier nebendran noch ein paar Zahlen von 1 bis 6 mit jeweils einem Punkt dazwischen. Das ist die Beleuchtung. Das Absehen ist beleuchtbar. Es sind Multi-LEDs, also nicht nur eine LED, sondern mehrere LEDs, die das Absehen beleuchten. Von daher ist es immer sehr gut erkennbar und sehr gut ausgeleuchtet. Es sind insgesamt 6 Helligkeitsstufen in der Farbe Rot einstellbar mit jeweils einer Nullstellung dazwischen. Das ist dieser Punkt.
hat den Vorteil, angenommen, ihr wollt immer auf der vierten Helligkeitsstufe schießen, könnt ihr dann einfach ausstellen und müsstet jedes Mal komplett durchhebeln, sondern habt einfach nur einen einzigen Klick, um es an- oder auszustellen. Betrieben wird das Ganze mit einer CR2032 Batterie, die ist hier seitlich unter dem Deckel versteckt. Hier als Information müsst ihr nicht teuer im Elektrofachhandel kaufen, die könnt ihr euch online bestellen, da kriegt ihr sie für 50, 70, 80 Cent das Stück und die halten dann wirklich ewig. Außer es passiert euch, wie mir, was mir oft passiert, dass ich es einfach nach dem Schießen anlasse, dann kann es natürlich sein, dass es nach ein paar Wochen dann eher schneller leer ist. Das Absehen ist in der ersten Bildebene, das heißt, ihr müsst eure Haltepunkte nur einmal ausschießen und könnt dann an der Vergrößerung drehen und die Haltepunkte bleiben immer gleich. Beim Drehen der Vergrößerung verändert sich die Größe des Absehens dann mit. Das heißt, bei 16-facher Vergrößerung ist das Absehen dann auch ganz groß. Gut, dann haben wir das Thema Höhen- und Seitenturm. Höhen- und Seitenturm sind beide resetbar. Das heißt, ihr könnt die zurückstellen, wenn ihr euer Glas eingestellt habt. Verstellen könnt ihr die Türme, indem ihr den Turm hier nach oben zieht. Und dann, ich halte es mal hier gerade ans Mikrofon hin. Hört ihr ein absolut sattes und deutliches Klicken vom Zielfernrohr. Wenn ihr es richtig eingestellt habt, drückt ihr den Turm einfach wieder nach unten. Ihr habt hier vorne auch ein kleines Display. Dann seht ihr, in welcher Umdrehung des Turms ihr seid. Angenommen, ihr habt einfach ein ganz, ganz weit entferntes Ziel beschossen und wollt wieder zurück auf euer Nullpunkt. Dann könnt ihr anhand des kleinen Sichtfensters hier sehen, wo ihr euch gerade befindet. Der Seitenturm ist wie gesagt auch einstellbar. Auch der hat natürlich ein sehr schönes sattes Klicken. Der Turm sowie das Absehen basieren auf der Maßeinheit Mildots. Ihr habt im Absehen die Möglichkeit, vom Mittelpunkt in alle Richtungen, in alle vier Richtungen jeweils um 5 Mildots bzw. M-Rad einzustellen. Macht ihr einen einzigen Klick, verstellt ihr ein Zehntel M-Rad. Ein Zehntel M-Rad, was ist es genau? Das ist auf 100 Meter, 1 Zentimeter in der Höhe bzw. in der Seite, wo ihr verstellt. Für die Luftgewehrschützen hilft es euch wahrscheinlich bei 7,5 Joule wenig den Wert zu haben, 1 Zentimeter auf 100 Meter. Da ist es einfach 1 Millimeter auf 10 Meter. Insgesamt lässt sich der Turm, sowohl der Höhen- als auch Seitenturm, insgesamt 26 M-Rad verstellen. Dann haben wir noch das Okular. Das ist ein sehr, sehr großes Okular mit 46 mm Durchmesser. Das Okular könnt ihr natürlich auf euer Auge genau einstellen. Ihr seht hier, es lässt sich auch super drehen. Und ein großer Vorteil dann noch ist, wenn ihr es richtig eingestellt habt, dann habt ihr hier einen Feststellring, dass ihr es dann nicht mehr versehentlich zurückstellt. Und somit ist es dann automatisch auf euer Auge gesichert. Das Glas ist stickstoffgefüllt, es ist beschlagfrei, es ist wasserdicht und prellschlagfest für alle Kaliber. Das heißt, das könnt ihr mit .50 BMG schießen, das könnt ihr mit einem Luftgewehr schießen. Dieses Glas ist prellschlagfest. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ihr bekommt es natürlich auf jabolo.de in meinem Shop. Solltet ihr Fragen haben, solltet ihr am Überlegen sein, A, welche Montage ihr dafür benötigt für euer Gewehr oder B, welches das richtige Glas für euch ist, kontaktiert mich auf ergandi@jabolo.de und dann helfe ich euch natürlich sehr, sehr gerne weiter. Das war's von meiner Seite aus. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Woche. Ciao, servus, sagt der Gandhi.